Dem Staffelberg gegenüber bei Bad Staffelstein thront die berühmte ehemalige Benediktinerabtei Kloster Banz über dem Main und im sogenannten Gottesgarten am Obermain, auch weithin sichtbar, die Basilika 14 Heiligen. Eine 500.000 Besucher zählt man hier im Jahr, von denen manche einen Abstecher auch nach Lichtenfels oder Michelau machen. Hier waren früher bekanntlich die Korbmacher daheim. Ich bin aber in Michelau nicht wegen dessen Geschichte unterwegs, sondern besuche Birgit Kirster. Sie macht nämlich seltsame, krötenartige Fabelwesen aus Ton und ist sonst auch vielseitig aktiv. Da gebe ich gerade recht. Servus, Paul. Servus. Was macht ihr jetzt? Wir laden das Kasperle ein. Aha. In Neuensee ist Dorffest und da spielen wir praktisch Kasperleader. Heute? Wann? Morgen, 13 Uhr. Aha. Also später auch auf nach Neuensee. Aber erst geht's ins Haus. Die Figuren sind noch da. Die Figuren sind noch da. Schauen wir uns auch im Haus, oder? Ja. Komm rein. Jetzt. Ah, da sitzen schon ein paar Frosch- oder krötenartige Fantasiewesen aus Birgit Kirsters Hand im Eingangsbereich wohl platziert. Die Kasperl-Theaterfiguren sind oben. Steile Treppe. Na ja, ist ein altes Haus. 1911. Knarzend geht's durchs verwinkelte alte Haus ins Wohnzimmer. Und da sind sie, die typischen Figuren des Kasperltheaters. Die Großmutter, der Seppel, der Bürgermeister und der Lehrer. Die eigenen Stücke sind für Kinder und Erwachsene geschrieben und aktuell. Also das eine Stück praktisch, Großmutter und der gute Wolf, weil die Wölfe sollen jetzt abgeschossen werden. Das zweite Stück ist die Prinzessin, immer mehr und nimmer satt. Warum ist die nimmer satt? Weil sich das auf die Umwelt und die heutige Zeit bezieht. Und das ist dann ihr Gewissen. Das sind kritische Themen ja dann. Ja, für Kinder. Zum Nachdenken eigentlich. Birgit Kirster ist beruflich beim Roten Kreuz in der Altenpflege tätig und sie hat eine künstlerische Ader, malt auch und fotografiert, hat mit ihren Fotografien schon Preise gewonnen. Das Arbeiten mit Ton ist nur eines ihrer Hobbys. Und sonst noch? Töpfern? Töpfern tue ich dann auch noch. Also ich mache praktisch die Augengröden. Das ist eigentlich ein Fantasiewesen. Und die sitzen bei mir auch überall im Garten rum. Der schmale Garten hinterm Haus ist ein kleines Paradies. Der Eingang überdacht. Womit? Das ist Korb. Genau. Wir sind ja hier in der Wiege der Korbindustrie. Und hier habe ich eigentlich Glück gehabt. Das war die Decke der Kreissparkasse und die haben sie weggeschmissen. Und ich bin zufällig, die lag schon im Container, im Abfallcontainer, da bin ich rein und habe gefragt, ob ich die haben könnte. Ja, und alles ist voll mit eigenen Sachen wahrscheinlich, oder? Genau, das ist selber gestaltet. Meiner Töpfersachen, meiner Auenkröten. Ja. Mit dicken Bäuchen und langen Beinen. Kann man sowas töpfern? Ja. Da, mit den langen Füßen? Die sind halt praktisch mit Drähte, damit sie sich hinsetzen können. Ein bisschen mürrisch schauen die kugeligen Kröten schon aus den Pflanzenbeeten heraus. Manche aber auch lustig und freundlich. In jeder Ecke gibt's bei einem Gang durch den Garten etwas zu entdecken. Aber nicht nur Kröten. Was ist das? Ja, die habe ich damals getöpfert, wie ich in meinem Pflegeheim war. Und da es ja viele Menschen gibt, die praktisch ihr Gedächtnis vergessen haben, also ist der Garten der Zufriedenheit. Also wenn man vergisst, dann ist man zufrieden. Ja, ich denke, weil man alles hinter sich hat und das Leben geht zwar langsam zu Ende und durch das Vergessen weiß man ja nichts mehr. Ja, dann ist es bei mir gar nicht so schlimm, wenn ich immer was. Vergiss, oder? Wenn das Gedächtnis nachlässt. Ich denke, in Unenalter fängt es wohl langsam an. Ja, beim Philosophieren über das Annehmliche beim Vergessen habe ich aber nicht vergessen, was ich eigentlich wissen wollte, nämlich was es mit den Kröten in Michelau genau auf sich hat. Die Michelauer haben ja einen Necknamen, der mit Kröten zu tun hat. Das sind die Michelauer Fraßkröten. Fraßkröten. Also Fraßkröten. Und zwar also Fresskröten, oder? Was das ja, übersetzt heißt es Fresskröten. Aha. Und was hast du?
Fraßgrüden bedeutet praktisch, es kommt vor 1880 ungefähr. Ja. Da war Michelau eine Tuberkulosestation. Und die Lichtenfelser haben die Michelauer immer die Tuberkulosen genannt. Ja. Also weil sie alle recht dünn waren. Das waren Korbmacher und die haben nichts zu essen weiter gehabt. Und dann haben sich die Michlare geärchert und haben die 12 dicksten Männer haben sie zu einem Foto zusammengesucht. Dann haben sie es auf Lichtenfels geschickt. Seitdem haben sie den Namen die Fraßgrüden. Birgit Kirster nennt ihre Kröten aus Ton Auenkröten und hat eine eigene Geschichte erfunden. Hungrige Kröten sollen aus den Wäldern nach Michelau geschlichen sein, um den Köchinnen die Klöß aus den Kochtöpfen zu stehlen. Also gefräßig sollen sie schon ausschauen. Ich mache jetzt praktisch noch Arme, Beine und Mund dran. Dann werden sie getrocknet, also sehr langsam praktisch, mit einem feuchten Tuch drüber. Nach 2 Wochen drücke sie in den Ofen und du sie brennen. Und wenn sie rauskommen, werden sie glasiert. Die ist schon gebrannt und steht kurz vorm Glasurbrand. Die Fertigen müssen vorher raus aus dem Ofen. Aha. Hoffentlich ist keiner gesprungen. Sind sie noch heiß? Nee, ist ja, unter 30 Grad. Ja, warm ein bisschen hier. Schießen sie. Um lebendige Michelauer Kröten zu sehen, hat mich Birgit Kirster nach Neuensee, Ortsteil von Michelau mit dem Neuenseer Weiher, zu Werner Schilling geschickt. Der Naturschützer betreut dort einen Amphibienlehrpfad. Er weiß, wo Kröten leben und weiß auch um die Sache mit den Fresskröten. Ja, Michelau, sagen die dann, du gerührt. Oder so. Ja, das ist kein Schimpfwort, sondern das ist ein richtiger Kosename. Und die gebürtigen Michelauer, die werden schon, sind schon froh, wenn sie mit du gerührt angesprochen werden. Ja, das ist schon ein richtiger Kosename. Ja. Da im Wasser, da sind jetzt keine Gerührten drin, oder? Na, jetzt finden wir also keine Kröten da. Weil die werden gehen im Frühjahr dann wieder, wandern sie wieder zurück in den Wald. Also wenn wir dann welche finden wollen, müssen wir in einem belaubten Wald mit einem Dickicht suchen, dass wir vielleicht eine finden können. Da sind ziemlich da unter den Bäumen hauptsächlich, wo viel Schatten ist, weil die meiden die Sonne, die wollen also da. Und da können wir mal schauen, dass wir da vielleicht unter einem Stein da weniger, aber da unter dem Laub, ja, da ist es schön feucht. Die gut getarnten Viecherl haben sich wohl auch gut versteckt. Ich glaube, das ist sinnlos. Die laufen dann normal einfach zufällig über den Weg, aber suchen nach Kröten, ich glaube, das ist spannend. Aber ich weiß, wo eine ist. Kröten halten sich nicht nur im Wald, sondern oft auch in Gärten auf. Also da bin ich daheim. Da gehen wir mal rein. Ich weiß, dass manche Leute eine Hauskröte haben im Gewächshaus. Oder sie begegnen einer immer am selben Platz im Garten. Da greife ich da eine schon. Bei Werner Schilling sind immer wieder welche im Treppenschacht zum Keller. Die verstecken sich da ein bisschen, wo es schattig ist und so weiter. Ja. So ein Schacht ist für Kröten ein Gefängnis. Wenn man sie nicht befreien würde, würden sie wohl verenden. Und warum sind die jetzt da hier unten? Die sind im Frühjahr, wandern die vom Wald zu den Laichplätzen am Weiher. Und da gehen sie den direkten Weg. Und da gehen sie auch dann in solche Kelleraufgänge. Und da kommen sie leider nicht mehr zurück, weil sie nicht springen können, so wie die Frösche. Die haben sich da verirrt in den Kelleraufgang und die bringen jetzt in den Wald wieder zurück. Die Kröten hat sich schnell verzogen. Dass Kröten aus dem Wald zu den Menschen kommen, um Klöß aus den Kochtöpfen zu stehlen, na ja, beim neuen Seerdorffest hätten sie wohl keine Gelegenheit dazu, da wären zu viele Köchinnen da, die aufpassen. Eine Roulade, eine Ente. Klöß, ob es nun Grüne oder Thüringer sind, sie gehören beim Dorffest in Neuensee auf jeden Fall dazu. Genauso wie ein gutes Bier und eine Muse. In der Kirche, neben dem Festplatz, im Pfarrsaal, wird das Kasperltheater gespielt. Es steht alle Jahre mit auf dem Programm des Dorffests. Und da treffen wir Birgit Kirster wieder. Jetzt sollen die Kinder bei der Aufführung ihrer Stücke vom guten Wolf und von der verschwenderischen Prinzessin, die mit ihrem Lebensstil viel Müll erzeugt, nachdenklich werden. Nein, er hat das Kind gerettet, obwohl ihr so gemein zu ihm wart.
Aber ob die Kinder, verwöhnt von Handy, Computerspielen und 3D-Animationen, das althergebrachte Kasperltheater, wenn auch aktuell aufgebrezelt, noch begeistern kann? Ich bin eine Plastiktüte. Jährlich stellt man 1 Billion von mir her. Das ist eine riesige Menge. Die Zahl hat 12 Nullen und sieht so aus. Ich habe mich am Ende, als dann der Vorhang fiel, jedenfalls gefreut. Nicht nur über das Kasperltheater, sondern auch darüber, dass es im Obermaintal mit seinen prominenten Sehenswürdigkeiten auch viel Bescheidenes, Kleines und Liebenswürdiges zu entdecken gibt.